Herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon World mit mir, dem Guru bei. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich weiß nicht, warum ich so komisch spreche. Aber irgendein Grund wird es schon haben. So, dann haben wir das auch schon mal abgeklärt und dann würde ich nochmal sagen, wenn euch Rollercoaster Tycoon World immer noch so gut gefällt, ne, das kann ja mal sein, dass ihr sagt, naja, also Guru, das ist jetzt langsam, aber auch echt mal lang, ist mal gut, ne, dann lasst ihr auf jeden Fall ein Däumchen da, das schon mal vorweg. Würde mich auf jeden Fall super freuen und unterstützen. Ne? So. Hier legen wir jetzt mal so einen geschmeidigen Weg lang. So einen kleinen geschmeidigen Weg. Gut, das geht dann nicht dahin. Aber wir lassen es mal so. Weil wir wollen jetzt hier nochmal eine Attraktion bauen. Und zwar ein Nervenkitzel. Welchen genau? Das ist noch nicht... Der verrückte Drehwurm. Boah, alter Schwede, ist der riesig. Der ist schon fast zu riesig. Aber der passt da sogar hin. Ach, weil der so hoch ist. Ja, das ist natürlich unsmart. Ja, ich will den gerne abreißen. Der muss so hoch. Ne, kann auch unten sein. Aber es ist wohl schmarter, wenn er hoch ist. Das ist gar nicht so doof, den auch mal hochzusetzen, aber ich will das, glaube ich, jetzt gerade nicht. Die Drop Zone. Das ist so ein... Das sind diese Freefall Tower. Die sind gar nicht mein Geschmack, ne? Nur damit ich euch das mal so erklärt habe, dass die überhaupt nicht mein Geschmack sind. Warum geht er denn nicht runter? Wegen des Berges geht er da automatisch hoch. Ja, das geht natürlich nicht. Dann mal das Terrain-Tool an. Und dann machen wir jetzt mal Glätten. So, jetzt wird hier erstmal geglättet. Freunde der Nacht. Planieren. Jawohl. Wird hier erstmal alles planiert. Okay, das ist so... Das ist so unglaublich, dass das überhaupt noch möglich ist. Du kannst nichts planieren, wo Sachen drauf sind. Das ist so... So ungefähr die Engine dann. Die gab es damals bei Zoo Tycoon 1. So, sogar im zweiten Teil haben die das irgendwie drauf gehabt, dass das funktioniert hat. Und hier geht es nicht. Hier geht die Kollisionsabfrage nicht. Das ist... Überraschend. Und ich möchte mal sagen, negativ überraschend. Ich kann das auch nicht wegklicken. Dass man auch kein großes Löschtool hat, ist so ein bisschen sehr nervig. Ich muss irgendwie... Da, 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 da. Und da. So. Und dann möchte ich das gerne glätten hier. Planieren heißt das. Also das ist schade, dass das so sein muss. Aber gut. Ey, ich will das nicht mehr die ganze Zeit sehen, dass mein Park 30.000 erreichen muss. Das ist schwer, dass er 30.000 erreicht. So. Nervenkitzel. Deswegen nochmal die Drop Zone. Wie gesagt, das ist so die Art von diesem Ding oder von diesen Attraktionen, die ich gar nicht mag. Wir legen den mal ein Stück hoch und hier hin. So, pass mal auf. Erstmal den Weg herunter. Achso. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist da der Strom ausgefallen oder so. Wieso geht das denn nicht? Weil es wahrscheinlich nicht einrasten kann, ne? Machen wir das mal. So, da geht der Weg auf jeden Fall direkt runter. Aber hier
Muss die Warteschlange nochmal. Geht nicht, weil da der Weg ist. Ist aber auch schrecklich. Dieser Weg. So, ein bisschen anstehen müssen die auf jeden Fall. Und dann... Snappity Snap. Machen wir das so. Und ihr könnt da auch nochmal so. So, dann passt das. Das ist auch nicht die Drop Zone 1. Kostet läppische 2,25. Können wir gleich mal aufmachen. Dauert ja eh mehr, bis die Leute da sind. Apfelbaum will ich eigentlich nicht reinstellen. So einen Baum können wir da mal reinstellen. Ich habe immer noch den Einrastmodus. Guck mal, hier so ein paar Dinger geht. Ach, wir wollen noch mal einen Bogen haben. Zip. Die Drop Zone. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Dann haben wir auf jeden Fall auch nochmal so eine Dropzone gebaut. Jetzt juckt meine Nase gerade. So. Wir können hier nochmal irgendwie eine Fressbude bauen oder so. Sushi ist, glaube ich, eine sehr gute, eine sehr exquisite Wahl. Dann machen wir das auch mal mit einrasten. Sushi. Sushi muss aber die Qualität hoch sein. Weil das finde ich nämlich selber, dass das wichtig ist, dass es echt gutes Sushi sein muss. Sonst ist es absolut schlecht. Dann macht das auch keinen Spaß, Sushi zu essen. Die Qualität so schlecht ist. Finde ich persönlich. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Sushi mögt. Das ist ja so ein... So ein, wie meine Großeltern gesagt hätten, das ist so eine neumodische Erfindung. Die mögen, oder auch selbst meine Eltern mögen kein Sushi. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr... Den ist so schlecht zwischendurch. Das ist schon fast kriminell, so schlecht ist den. Eine Dekoration. Dann machen wir nämlich hier nochmal so eine Lampe hin. So, dass die sich auch nicht verlaufen können, wenn es dunkel ist, ne? Passiert ja immer mal wieder, dass man dann von Leuten hört, die sich auf dem Weg zur Frittenbude verlaufen haben. So. Schwuppdiwuppdi. Schon haben wir hier wieder ein klein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Ah, jetzt sind schon die ersten Leute da. Das ist ja nice. Dauert ein bisschen, ne? Ja, bis sie den Teil des Parks dann halt erkennen. Der Scheunenspaß. Ne, vielleicht sollten wir da nicht noch einen Nervenkitzel machen, sondern sollten nochmal gucken, dass wir hier einen... Da muss doch wieder repariert werden, die Schaukel. Sondern, dass wir so einen Kinderspaß nochmal machen. Auf der anderen Seite, vielleicht. Weil wir müssen auch immer gucken, dass die sich auch anstellen müssen, ne? Okay, ich sag mal, der Baum. Der Baum kann da weg. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Wahl. So. So, geht's da dann rum? So. Dann machen wir hier noch eine Warteschlange dann. Zip.
Ja, da sind natürlich Büsche. Schrecklich, diese Büsche. Die gehören gar nicht hierher. Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Diese Büsche. Und dann können wir hier nämlich noch so einen Savannenbaum reinklatschen. So ein Affenbrotbaum. Wobei, nee, ich würde hier jetzt... würde ich jetzt Bananenbäume reinpacken. Weil das ja auch die verrückte Banane ist, ne? Verstecken wir die auch mal hinter ein paar Palmen. Oh, wie nice das aussieht. Zuerst denkt man immer so, das jetzt wirklich so gut aussieht, Goro. Aber dann, wenn man das so ein bisschen sieht, dann denkt man sich, okay, gut, das ist doch gar nicht so falsch. Kann man doch so anbieten. Und dann ist man wieder zufrieden, wie ich das gebaut habe. Kommt nicht so oft vor, dass man so zufrieden ist mit mir, aber ab und zu ist man mit meiner Meinung schon, beziehungsweise mit meiner Arbeit schon sehr zufrieden. Zack. So. Dann würde ich jetzt sagen, haben wir hier auf jeden Fall schon mal noch eine Attraktion auf. Sieht man schon, wie die den Freefall Tower hier... Nee, noch nicht. Und die Bananenrutsche ist auch jetzt auf. Also so langsam, ne? So langsam füllt es sich wieder. Wenn wir hier jetzt noch mal ein bisschen Bambus haben. Na guck mal, Bambus haben wir noch gar nicht hingestellt. Bambus kann man aber auch immer hinstellen. Bambus ist so ein Allrounder, finde ich. Bambus geht immer. Auch in jedem guten Zoo geht so ein bisschen Bambus. Kannst du immer haben. Bambus macht dir nichts kaputt. Anders als so ein Affenbrotbaum, der macht schon einiges kaputt. Deswegen kann man sich lieber so einen Ahornbaum hier reinstellen. Oder eine Eiche. Da finde ich die Eiche schon schöner. Und dann hier nochmal ein paar Zypressen. So. Und schon ist das Ganze dann wieder unglaublich schicker geworden. Das ist doch der Hammer, ne? Was so ein bisschen Deko ausmacht. Bewirkt Wunder. So ein bisschen Deko. Finde ich gut. Bei dem Freefall Tower sind sie sich noch nicht so ganz einig. Aber der Park nimmt Form an, Leute. Nimmt Form an. Wenn euch dieses Let's Play weiterhin gefällt, dann lasst ihr ein Däumchen da, wie gesagt. Einen Daumen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.